Ja, einen herzlichen Gruß alle, die heute als Wallfahrer da sind. Schön, dass die Kirche so wohl gefüllt ist mit Hartbergern, Böllerbergern natürlich auch und auch wahrscheinlich Grafendorfern. Liebe Grüße, Herrn Stadtpfarrer, dass du heute hier bist, mit uns feierst. Ich erinnere mich an eine feierliche Stunde vor 13 Jahren, als ich hier als Pfarrer installiert wurde, als du auch dabei warst. Wenn da hier das Bild vom Pfarrer Ocherbauer ist, der war es, der mir die Schlüssel übergeben hat. Der 8. September ist mir wieder auch durch den Schulbeginn auch so ein Fest, ein bisschen die Schwelle hin zur Normalität. Und das schönste Geburtstagsgeschenk, das wir der Mutter Gottes bringen dürfen, ist, wenn wir zu Jesus gehen. Die Möglichkeit eben durch die Messe, und ich werde in dieser Messe hinten in diesem Beichtstuhl da gegenüber bereit sein, das Sakrament der Buße zu spenden. Vergessen wir nicht, Eucharistie allein gibt es nicht, nur die Doppelpackung, Eucharistie und Beichte. Danke. Und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Gott unseres Lebens, er sei mit euch. Und mit deinem Geist. Liebe Kinder, liebe Erwachsene, ich begrüße euch alle ganz herzlich hier in der wunderbaren Wallfahrtskirche zu Böllerberg. Danke auch dem Hausherrn, den Heimatpfarrer, für die einfühlsame Begrüßung. Begrüßen möchten wir ganz herzlich besonders alle Fußwallfahrer auch aus Grafendorf und aus der Pfarre Hartberg. Von überall sind es heute so gar Böller und Böllerberger sind auch da. Wir grüßen herzlich auch all jene, die über Internet, per Livestreaming weltweit heute hier aus der schönen oststeirischen Böllerberg der Wallfahrtskirche den Gottesdienst mitfeiern. Zu Beginn sind wir eingeladen, im Kyrie um das Erbarmen Gottes anzurufen. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser, erlasse uns die Sünden nach, erführe uns zum ewigen Leben. Amen. Ehre sei Gott in der Höhe. Ehre sei Gott in der Höhe.
Barmherziger Gott, öffne deinen Gläubigen die Schätze deiner himmlischen Gnade. Die Geburt des Erlösers aus Maria war für uns der Anfang des Heiles. Das Geburtsfest seiner Mutter festige und mehre den Frieden auf Erden. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Römer. Brüder und Schwestern, wir wissen, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten führt. Bei denen, die nach seinem ewigen Plan berufen sind. Denn alle, die er im Voraus erkannt hat, hat er auch im Voraus dazu bestimmt, an Wesen und Gestalt seines Sohnes teilzuhaben, damit dieser, der Erstgeborene, von vielen Brüdern sei. Die aber, die er vorausbestimmt hat, hat er auch berufen. Und die er berufen hat, hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Als Antwort singen wir Maria, dich lieben im Gotteslob 521. 521. Mit der Geburt Jesu Christi war es so. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Noch bevor sie zusammengekommen waren, zeigte sich, dass sie ein Kind erwartete durch das Wirken des Heiligen Geistes. Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht bloßstellen wollte, beschloss sich in aller Stille von ihr zu trennen. Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sagte: Josef, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Dies alles ist geschehen, damit sich erfüllte, was der Herr durch den Propheten gesagt hat. Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen, einen Sohn wird sie gebären, und man wird ihm den Namen Immanuel geben, das heißt Gott mit uns. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus.
So, für alle, die stehen, hier vorne sind noch einige Plätze frei. Wer schon müde ist vom langen Wallfahren, die hier links und rechts sind, aber Platzl frei. Ja, liebe Kinder, liebe kleine und große Wallfahrerinnen und Wallfahrer, da drüben auf der Seite, ja, kannst du die umlegen, wenn keiner kommt. So, bitte da drüben. 8. September, Maria Geburt, da gibt es die alte Bauernregel: Zu Maria Geburt fliegen die Schwalben fort. Also eine Schwalbe habe ich mitgebracht. Die kann sogar was. Ja, zur Maria Geburt fliegen die Schwalben fort und zur Maria Verkündigung kommen sie wiederum. Und so heißen auch diese Schwalben Mutter Gottes Vögel, auch von diesen Bauernregel ausgehend. Ich denke, das passt recht gut, wenn die Schwalben jetzt auf große Wanderschaft gehen und sie symbolisch auch für die himmlische Mutter ist, die sind, die auch viel unterwegs war. Die Schwalben als Bild für Aufbrechen, unterwegs sein. Auch von der himmlischen Mutter wird immer wieder berichtet, dass sie aufbricht, unterwegs ist. Denken wir, wenn sie unterwegs ist zu ihrer Verwandten Elisabeth, wenn sie nach Bethlehem geht, wenn sie flüchtet nach Ägypten, wenn sie nach Nazareth zurückkehrt, unterwegs auf der Suche nach dem 12-jährigen Jesus, sie geht zur Hochzeit auf Kana und sie begleitet ihren Sohn auf dem letzten Weg hin auf Golgotha. Wir merken, die Schwalben, Maria Geburt, ein Bild des Unterwegsseins, die Maria unterwegs und die lieben Kinder gehen auch in ein neues Schuljahr, Kindergartenjahr, wir alle sind unterwegs und ihr habt für dieses Unterwegssein heute, alle die mitgegangen sind, eine Perlenschnur bekommen, ein Rosenkranz, einen kleinen und diese symbolisieren und zeigen auch, Perle für Perle sind wir unterwegs, Tag für Tag, Jahr für Jahr. Sie nehmen uns mit hinein in das Unterwegssein, in das Gehen Mariens hin, Geheimnisse ihres Lebens nachzuspüren und diese Perlen zeigen auch und wollen auch uns mobilisieren, dass wir im Kraftfeld Gottes unterwegs sind. Ja, wie gesagt, die Kinder brechen auf, neues Arbeitsjahr beginnt. Es ist nicht immer leicht, wie die Schwalben auch nicht, gell? Wenn sie das schöne Schwalbennesterl verlassen müssen, ein Bild für Geborgenheit, aber so ist es im Leben und das jetzt wieder von zu Hause weg, hinweggehen, auch für Erwachsene gilt das immer wieder. Aufbrüche in ein neues Berufsfeld oder aufbrechen, unterwegs sein hin zu neuen Aufgaben, das erfordert immer auch Anstrengung. Und so habt ihr, liebe Kinder, unterwegs für die Perle auch ein Kreuzerl bekommen, das ihr schon hinaufgehängt habt auf eurem Rosenkranz. Es ist nicht immer einfach. Das Kreuz des Aufbrechens, des Unterwegsseins, wenn es bergauf gegangen seid, haut und geschwitzt. Mei, heute ist schon schwül, haben sie gesagt. Und dann aber sagt uns das Kreuz mehr. Nicht nur, dass es schwer ist manchmal im Leben, sondern die Botschaft des Kreuzes sagt auch, du bist nicht allein. Manche werden sicher entdeckt haben in den vergangenen Tagen und Wochen, die Schwalben, sie haben sich gesammelt und versammelt auf Leitungen und wo auch immer, denn allein fliegen sie nicht in den Süden. Als große Gemeinschaft sind sie unterwegs. Und das tun wir als Menschen und Christen auch. Und das gilt für jeden von uns. Das ist die Botschaft unseres Glaubens. Du bist nicht allein. Du bist nicht allein, ob du Kindergarten, Schule oder sonst wohin gehst, deine Eltern, Verwandten, deine Freunde, die Lehrer, die Mitschüler. Und für uns alle gilt das auch, welche Wege wir immer auch zu gehen haben. Und wenn du glaubst, dass du noch so muttersöhnlich allein im Krankenhaus auf der Intensivstation liegst, du bist nicht allein. Die Botschaft unseres Glaubens, dieser Gott, er geht mit uns mit. Und wenn wir heute
Marienfest feiern, dann will uns auch diese Botschaft, die Himmelmutter, mit ihrem Mantel behüten und beschützen, sowie eine Schwalbenmutter mit ihren Flügeln auch die Kleinen behütet, so sind auch wir behütet unter dem Mantel Mariens. Und die Kinder werden jetzt dann beim Gegrüßet seist du Maria ein Marienmedaillon bekommen, das ihr auf eure Rosenkränze hinaufhängen könnt. Und wir dürfen alle vertrauen, dass die lieben Schwalben wiederkommen im Frühling, wenn es wärmer wird. Für uns die Botschaft, wenn wir kalte Zeiten unseres Lebens erfahren müssen, die Kälte der Enttäuschung, der Kälte der Einsamkeit, die Kälte der Trauer, die Sehnsucht nach dem Frühling ist da. Maria Verkündigung, da, wo die Botschaft der Menschwerdung neu gesprochen wird, wo Menschen einander Wärme schenken, Herzenswärme, dort können wir getrost hineingehen in die neuen Wege, auch wenn es winterlich wird. Wenn wir diese Herzenswärme Gottes schenken, das, was auch Pfarrer Ocherbauer versucht hat, als Pfarrer zu leben, 10, der Todestag im September, auch er war einer, der auch den Menschen gesagt hat, du bist nicht allein. Viele, viele Menschen hat er begleitet, von der Geburt bis zum Sterben. Und dazu sind wir in Dankbarkeit im Gebet heute mit ihm in Verbindung, aber wir selber auch immer wieder eingeladen, dieses Vertrauen der Herzenswärme zu schenken, damit wir auch im Frühling wieder die Schwalben singen hören. In diesem Vertrauen dürfen wir jetzt das Gegrüßet seist du Maria singen. Dazu, währenddessen werden die Kinder diese Marienmedaillons bekommen und nach dem Gegrüßet seist du Maria sind wir eingeladen, unsere Fürbitten vor Gott hinzutragen. Zu dir. Auf die Fürsprache der seligen Gottesmutter Maria bitten wir für alle Verantwortungsträger in Politik und Gesellschaft. Wir bitten dich, erhöre uns. Auf die Fürsprache der heiligen Gottesmutter Maria bitten wir für unsere Umwelt und die ganze Schöpfung. Wir bitten dich, erhöre uns. Auf die Fürsprache der gütigen Gottesmutter Maria bitten wir für alle Kranken und Leidenden. Wir bitten dich, erhöre uns. Auf die Fürsprache der himmlischen Gottesmutter Maria bitten wir für alle Kinder und Jugendlichen um Schutz und Segen für das neue Schul- und Studienjahr. Wir bitten dich, erhöre uns. Guter Gott, 10 Jahre ist es nun schon her, dass du Pfarrer Raimund Ocherbauer zu dir gerufen hast. Sein ganzes Bestreben war es, die Botschaft von deiner Liebe zu den Menschen zu tragen. Vollende du ihn nun in deiner großen Liebe. Wir bitten dich, erhöre uns. Thank you.
Brot und Wein haben wir bereitet, Gaben dieser Erde. Wandle sie, dass sie zu Gaben des Himmels für uns werden. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir wollen sie, mein Herr. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater im Himmel, zu danken und am Fest der seligen Jungfrau Maria das Werk deines Erbarmens zu rühmen. Durch Christus preisen dich deine Erlösten und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Singt dem Herrn, denn heilig ist er. Heiliges Geheimnis. Du bist da, wo Menschen einander Vertrauen und Herzenswärme schenken. Du bist da in den Glücksmomenten unseres Lebens und in Zeiten der Tränen. Du kommst zu uns in den Zeichen von Brot und Wein, so bitten wir. Sende deinen Geist über Brot und Wein, damit wir in diesen Gaben deine Liebe erfahren. Leben heißt immer wieder Veränderung, Verwandlung. Am Abend vor seinem Leiden nahm Jesus beim Mahl das Brot, sagte Dank, brach das Brot, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, für euch hingegeben. Brot des Er nahm den Kelch mit Wein, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut für euch, für alle vergossen, zur Versöhnung und zum Frieden. Tut dies zum Gedenken an mich. Kelch des Heiles. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit.
So feiern wir heute hier in dieser schönen Wallfahrtskirche Pöllerberg ein Fest der Begegnung von Mensch zu Mensch und ein Fest der Begegnung zwischen Himmel und Erde. Wir feiern als große Gemeinschaft, als das pilgernde Volk Gottes und bitten für unsere Kirche, für unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Wilhelm und für uns alle, dass wir aus der Kraft der Liebe Gottes zum Segen füreinander werden. Wir denken an jene, die uns vorausgegangen sind und beten für unsere Verstorbenen, heute besonders für Werner Fetz, die verstorbenen Wallfahrer aus Bongratzen und Grafendorf, die Verstorbenen der Familien Lechner und Salchecker, Otto Kröpfel zum Jahrestag, Franz und Juliana Butz, Fritz und Franz Butz und Anna Almer, Hertha und Barbara Buchs, für unseren Pfarrer Raimund Ocherbauer und für all unsere Verstorbenen. Herr, du kennst ihren Lebensweg, ihren Glaubensweg. Lass sie ankommen am Ziel der ewigen Wallfahrt bei dir. In der Fürsprache der himmlischen Mutter Maria und aller Heiligen preisen wir dich, unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Die Kinder laden wir ein, zum Vater unser nach vorne zu kommen. Alle Kinder, ob mit Mama, Papa oder ohne, wir sind hertraut. Da sind wir schon da. Alle Kinder. Aber kann die Mama oder der Papa oder Opa, Oma auch mitkommen? Wenn es euch nicht traut, das wäre schön, wenn wir ein paar sind. Ein paar sehe ich schon, aber die sagen, die Schule fängt erst morgen an. Ja, da kommen schon wieder ein paar. Eins, zwei, drei. Bitte nur herbei. Mit den Papas als Begleitung. Eins, zwei, drei, vier. Bitte sehr, wenn du da herkommst, da kommen auch noch überall verteilt in der ganzen Kirche. So, und gemeinsam als Kinder Gottes dürfen wir das Vater unser singen und wir dürfen auch mitzeigen. Ja. Thank you.
herzlich fürs Mitsingen und Mitzeigen. Der Friede Gottes, er sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geist. Geben wir einander ein Zeichen des Friedens mit einem freundlichen Gesicht. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarm dich uns. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarm dich uns. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Wir schauen hin auf das geteilte Brot, Zeichen dafür, Gott teilt mit uns Menschen Leben, Liebe, Leiden, Sterben, Sehnsucht nach Ewigkeit. Gott kommt in unser Herz, er schenkt uns seine Liebe, er nimmt hinweg alle Angst, alle Schuld der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort. So wird meine Seele gesund. Immer zeigen, dass dich Gott unendlich liebt.
Lasset uns beten, guter Gott, wir danken dir
für dieses Fest der Begegnung, für deine Nähe im Wort, im Gebet, in der Musik, im heiligen Brot. Bleibe bei uns in der Fürsprache der himmlischen Mutter Maria, in der Kraft deines Segens, in allen Sorgen und Ängsten, Leiden und Krankheiten unseres Lebens. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Für die Wallfahrer darf ich noch ansagen, wir treffen uns nach dem Gottesdienst bei der großen Stiege draußen zum gemeinsamen Foto. Nach dem Mittagessen, ich würde sagen um 13 Uhr, finden wir uns wieder in die Kirche ein, zu einer kurzen Andacht und zum gemeinsamen Abmarsch nach Hause. Zum Auszug aus dem Gottesdienst jetzt bereiten wir vor, Gotteslob Nummer 535, Segne du Maria. Die Verlautbarungen für die Pfarre Böller-Böllerberg, ist da jemand da zum Vorlesen? Gut. Ist der Zettel da? Das sind so gescheite Wissen, alles ohne Ansagen auch. Gut, ja, dann seid ihr uns voraus. Dann darf ich am Ende ein herzliches Danke, ein Vergeltsgott sagen, allen, die mit hierher gekommen sind, sei es zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem Auto oder sonst irgendwie, besonders auch allen Kindern. Danke allen, die hier den Gottesdienst vorbereitet und begleitet haben mit ihren verschiedenen liturgischen Diensten. Besonderer Dank auch natürlich unserem Sonnengesang für die musikalische Umrahmung. Und natürlich, liebe Kinder, bei der Schwalbe muss ich ja Danke sagen. Ja. Den nehme ich wieder mit, weil jeder Pfarrer hat seinen Vogel. Ja. Gut. Dann, bevor es zum allgemeinen Segen kommt, steht da noch ein Segenslied, stimmt, ein Segen. Ja, und dazu sind alle Kinder, die jetzt einen Rosenkranz gebastelt und gestaltet haben, während der Prozession bzw. der Wallfahrt eingeladen, dürft ihr euch da aufstellen und dann werden diese Rosenkränze gesegnet und dazu zunächst das Lied vom Sonnengesang. Alle Kinder und alle Jugendlichen, die auch in die Schule gehen und heute Morgen wird dann neu anfangen, Kindergarten, dürft ihr euch hier vorne aufstellen. Das Weihwasser ist schon gekommen mittlerweile und bitte das Segenslied. Ja. Und so segne euch, liebe Kinder, mit euren Rosenkränzen, dieser gute Gott, der uns sagt, ich gehe mit dir mit, in den Kindergarten, in die Schule, wo auch immer. Ich bin bei dir, in deinem Herzen dabei. Ich möchte dir Kraft geben, dich trösten, wenn du traurig bist. Ich segne euch und euch alle, besonders die Kranken und die Leidenden.
alle, die immer wieder gerne zu einem Wallfahrtsort kommen, mit ihren Fragen, Ängsten und Sorgen. Es segne und beschütze euch auf die Fürsprache der himmlischen Mutter Maria, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gehet hin in Freude und Frieden. Dank sei Gott, dem Herrn. Amen.